Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Zurück meine ich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Smaragd. Ja. Wir sind in Bad Lavastadt. Ich weiß ja, was letzte Folge passiert ist. Wir haben ein bisschen Scheiße gebaut und Mark irgendwie. Und jetzt heißt das, wir fliegen mal kurz zum Rätselhaus, weil. Das Rätselhaus will ich mal kurz gucken, ob wir da jetzt das machen können. Jetzt schon, vielleicht. Warum nicht? Na, 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 na. So. Ja, wir behalten erstmal das Kunstrad. Ist ja auch scheißegal. Das Eilrad wollte ich halt größtenteils, weil man halt schneller unterwegs ist und weil es halt einige Sachen gab. Du hast beobachtet. Ach nee. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, wo waren das jetzt? Hier? Nee, auch nicht hinter der Pflanze. Unter seinem Kissen vielleicht. Oder was auch immer das hier sind. Jafu! Na, geht doch. Was, woher wusstest du, dass ich mich in der Pflanze versteckt hatte? Clever! Ja, du hast denselben Text wie immer. Und du wartest im mittleren Bereich. Ja, ich möchte hindurchgehen. So, was finden wir denn hier? Oh, okay. Wir hauen wir an die erste Stelle. Funk. Und da die zweite Stelle gleich Merlin sollte, ein Doppelkampf kommen. So. Hä? Klick-Klack, Robotruppe 1, ich bin. Gibst du den Quiz richtige Antworten, reichst du bald Robopuppe 5. Dort erhältst du den Geheimkaum. Robopuppe 1, Quiz. Eins dieser Pokémon kann man nicht auf Route 110 finden. Welches? Mirabla, Pfiffchen, Schwalbini. Route 110 ist, glaube ich, die unter uns. Mirabla finden wir da. Oder neben uns, besser gesagt. Pfiffchen glaube ich auch. Ich sage einfach mal Schwalbini. Glückwunsch, richtig. Bitte gehen durch. Dankeschön. Ach, ist das jetzt alles nur Quiz? Das wäre natürlich cool. Klicklack, Robopuppe 2, ich bin. Robopuppe 1, Quiz, Schwierigkeitsgrad ist zu niedrig. Robopuppe 1, Welches Pokémon hat Team Aqua in Blütenburgwald eingesetzt? Da war ich nicht dabei. Pfiffchen? Danke. Okay, das müsste, ja, Pfiffchen. Dachte ich mir schon. Dann kommst du. So, Robopuppe 3, ich bin. Für mich zählt nur Geld. Okay. Was ist teurer? Drei Hafenbriefe oder ein Feuerheiler? Scheiße! Fuck! Deine nächsten Herausforderungen wir erwarten. Jafu! Ach Gott. Ja, das ist doch alles. Ja, was? Eins dieser Pokémon ist kein Wasser-Pokémon. Ach, sind verschiedene Fragen. Das ist cool. Ist kein Wasser-Pokémon. Azuril. Glückwunsch, richtig, gehen durch. So. Du willst was? Von mir. Klick-Klack, Robopuppe 2, zu niedrig. Und welches Pokémon leiht Heiko sich von deinem Vater aus dem Zickzacks? So, danke und weiter geht's. Alten, so eine bescheuerte Frage. Ich bin für mich zählt nur das Geld. Robopuppe, verkaufe einen Superball und kaufe einen Trank. Wie viel Geld bleibt übrig? Dankeschön. Ein Trank kostet 300, ein Superball 800? Ich sag mal 60. Gott, das ist doch so bescheuert, ey, hallo. Wer braucht sowas? Eins dieser Pokémon. Na, Azuril, danke. So. Robopuppe 1, Schwierigkeitsgrad. Welches Pokémon das Team? Pfiffchen, danke. So, wehe, du haust jetzt wieder so eine bescheuerte Frage raus. Kauf einen Superkampf, einen Trank, was bleibt übrig? Nichts? Danke, gut. Dab, 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 dab. So, ich bin mich. Für, ich interessiere mich für Schönes. Toll. Fanden Sie im Strandhaus mehr Frauen oder mehr Männer? Männer. Ja, danke. Jay findet eine Schriftrolle. Es war nur eine Frau und zwei Männer, glaube ich, oder so. Was heißt Männer? Das war ja noch so ein Schwimmreifending. Also nicht unbedingt ein Mann. Hm. Egal. Das Strandhaus ist rassistisch. Nein, sexistisch, nicht rassistisch. Das meist das beste und stolzeste Erfindung. Ich bin Robopuppe Fanclub. Wie viele Pokémon waren im Graffitport Pokémon Fanclub? Ich glaube, du hast einen Arsch offen, aber 4. 3. Danke. Rätselmeister ist ein Genie. Ja, ja. Woher weiß der überhaupt von dem Vorfall im Blütenburgwald? Oder woher weiß der, dass Heiko. Ach, egal. Auf 2 Punkte, cool. Zweimal noch. TM12, was ist das denn? TM12?
Ja. Toll, dass wir das erfahren, was TM12 ist. So. TM12. Sehr schön. So. So. Na 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 na. Nochmal oder nicht nochmal? Ich hoffe nicht nochmal. Nee, nicht nochmal. Gut. Dann fliegen wir mal zurück nach Seegrasse. Ich würde sagen Seegrasse. Ist jetzt so das, was ich halt, ja, vorschlagen würde. Was die Leute da jetzt uns so erzählen. Ja. Da laufen immer noch Aquagestalten rum. Und ansonsten... Okay, gehen wir einfach mal da runter und schauen mal. Na na na. So. Hier werden wir springen auf dem Wasser. So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir müssen nach Graffit Port City. Wenn mich nicht alles täuscht. So. Na na na. Ja. Was hast du mit dem Acker zu... Und der Boss ist nicht hier. Ja, und wo er hin ist, oh, das glaubst du nicht in Ernst, dass ich das verrate. Ja, ja, schon klar. Die Musik hier ist geil. Die ist so endgeil. Okay, dann fliegen wir mal nach Graffit Port, weil das kann sein, dass er da ist und das U-Boot sich halt unter dem Nagel reißen will. Plops. Woanders könnte er auch wohl kaum U-Boot sein. Weil Captain Brick wollte ja ein U-Boot bauen oder sowas. Wenn mich nicht alles getäuscht hat. Okay, das ist ein Museum. Hier ist die Werft. Ha. Sehr strange. Die Jahreszeit, das Wetter, der Mond, das sind die Bedingungen, die See wechselt. Ganz genau, lebendiges Wesen. Ha. Sehr strange. Wo könnten die dann sonst sein? Vielleicht tatsächlich in Seegrasop. Das ist noch der einzige Hafen, den ich kenne. Sonst gibt es in Höhlen eigentlich keine Häfen. Hm. Na dann, schauen wir mal, ob er dann vielleicht hier ist. Na 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 na. So, hier ruf, hier rein, meine ich. What, bitte suchst dein Schiff, tut mir leid, aber die Fähre ist momentan nicht im Betrieb. Was zum? Where's the way? Wo muss ich hin? Ich weiß es echt nicht. Ja. Nochmal Pyroberg, ich habe keine Lust, da nochmal raufzugehen. Und das werden die wohl kaum von uns verlangen, nochmal auf den Pyroberg gehen zu müssen, oder? Gut, wir haben jetzt das Magma-Emblem gehabt. Wir haben hier Dingens, ne? Und dann... Metarost, Blütenburg, Osalstadt. Ich wüsste nicht, wo wir sonst jetzt hin sollten. Hä? I don't know. Okay, gut, Pyroberg, ja oder nein, ich weiß nicht. Das ziehe ich aber von der Zeit ab, weil da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also habe jetzt auf Stopp gedrückt bei der Stoppuhr. Ich habe eh noch Zeit frei, sage ich jetzt mal, weil der Jay die ganze Zeit überzieht und das macht er eh bestimmt noch weiterhin. Wo lang? Nach unten. Da da dam dam. Dam da da dam dam. Was mache ich denn? So, hier müssen wir lang. So, Wasser ist tiefblau. Nee, wart ehrlich. Pongy setzt Surfer ein. Wuhu. Blam, 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 blam. Ich werde übrigens, nachdem ich die Aufnahme beendet habe, oder werde ich das tun? Ich weiß nicht. Naja, egal. Wir werden sehen. So, bla, 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 bla. So. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schutz wirklich mehr. Ja, fu. So. Was will ich denn mit dem Pokenaff? Jetzt mal ehrlich. So. Okay, viel Schutz haben wir eh nicht mehr, dann kaufen wir nochmal neuen. Wir haben genug Geld. Wir haben so viel Money, das ist unglaublich. Flop, flop, flop. Gut. Mal schauen, ob die Leute da irgendwas wissen. Die blaue und die rote Gruppe werden von der Meinung, sie dürfen nicht mehr zutun. Ich habe Angst, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ja, toll. Bürowelt legen begeistert von einem Piaster Aufblick auf die ganze Region und... Nein, ich habe die Geschichte schon gehört. Kann ich vom Pyroberg fliehen, also fliegen, weil es ist ein Berg und ich bin auf der Spitze, also müsste ich fliegen können. Baumhausen, Malvenfroh, sag mal, wo müssen wir hin? Jetzt mal seriously. Ich fliege nochmal nach Seegrasol. Optionen starten. So, danke. Ich habe ehrlich keinen Blassen, wo wir hin müssen.
Hey du, da komm bloß nicht in der Nähe der Höhle. Ja, das geht dich nichts an, ist schon klar. Gut, kaufen wir uns erstmal noch ein paar Superschutze. Da. Finden wir hier welche oder wo? Danke. Da seht ihr das, 200 mehr, aber nur 50 Schritte mehr. Irgendwie bescheuert, aber naja. So, wir haben genug, also kaufen wir uns 37. Flop. Dann haben wir 40 Stück und haben immer noch einen Haufen Geld. Also, naja. So. So, und zwar, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt mal ehrlich. Schutz wirkt nicht mehr, fu. Hier nicht rein, was willst du? Pokémon sind Partner der Menschen und nicht unser Spielzeug. Nein, was ehrlich? Du, also im Grunde ist es so ein Anzug. Ja. Und danke, weil du ein Trainer bist. So. Heute haben wir noch mehr Beute. Wer bist du denn? Ich habe mit mir selbst gesprochen. Okay. Willst du was? Huch, was wie? Ich bin noch nicht ganz wach. Hier, das kannst du haben. Schnarcher? Könnte sein. Oder Gähner. Ja, Gähner kann es auch sein. So, wo ist er dann? Am Leuchtturm? Nein. Wo ist er? Wo ist Adrian hin? Was ist das? Tiefblau? Nee. Ey, wo zur Hölle ist der? Ey, ich habe jetzt echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich bin zu blöd dazu. Gut. Wetterinstitut vielleicht? Nee, mit Sicherheit nicht. Ha. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich fliege aber mal aus Prinzip kurz am Mal. Bin froh, weil ich da was nachgucken muss, möchte. Ja, so ungefähr. Und zwar nach da unten und fu. Und jetzt hier lang. Ich setze mal einen Superschutz ein. Na na, danke. Denn da hat der Jay was übersehen. Ach nee, gar nicht wahr. Das war nicht hier. Ich meinte nicht euch beide, ich meinte jemand anders. Na gut, dann hat sich das auch erledigt. Ach, wo könnten die nur sein? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Wo könnten die Typen sein? Ist hier ein U-Boot oder ein... Ach so. Ich bin auch dumm. Ich bin echt richtig dumm. Oh, Pia und Udo. Ich verstehe. Sie haben eine unschätzbare Entdeckung gemacht. Aha. Okay, Captain Briggs, schenken Sie unserer Kamera Ihr schönstes Lächeln. Ja, ja, schon klar. Captain Brick. Ja, genau, wir haben vor, unserer Expedition weiter fortzusetzen. Das ist wunderbar, Captain Brick. Vielen Dank, dass Sie trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns gefunden haben. Wir hoffen, Sie bald zu Ihrer neuen aufregenden Funden interviewen zu können. Genau. Tschüss. So. Puh, das war das erste Mal, dass ich für eine Fernsehsendung interviewt wurde. Ich war vielleicht nervös. Oh Jay, du siehst gut aus. Wir haben uns bei unserer letzten Tiefsee-Expedition eine großartige Entdeckung gemacht. Wir haben auf der Route 128 eine Unterwasserhöhle entdeckt. Wir glauben, es ist die Höhle eines Pokémon, das schon lange ausgestorben ist. Na 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 na. Captain Brick, nehme ich an. Wir sind von Team Aqua, werden das U-Boot in unsere Gewalt nehmen. Eure Einwände sind bedeutungslos. Wir erwarten absolute Kooperation. Mal sehen, was ihr zu den Plänen von Team Aqua sagt. Fragezeichen? Hey, solche Fragezeichenblöcke sieht man im ganzen Spiel nicht, nur an dieser Stelle. Was soll das Ganze? Sieht aus, als benutze jemand ein Megafon. Wo kommt das her? Vom Meer. Von der Anlegestelle. Das U-Boot. Jemand versucht es zu stehlen. Jay, bitte komm mit. Ach so, da drin. Na 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 na. Oh, nicht du schon wieder. Du bist schon ganz schön hartnäckig und bist hier zu folgen, das muss ich schon sagen. Und nun, niemand kann es stoppen. Niemand, oder willst du etwa unserer versteckten Seegrasse City folgen? Dumm. Man muss es ja unbedingt sagen. Okay, das U-Boot ist weg. Warum sollte Team Aqua mein Tiefsee-Forschungs-U-Boot 1 stehlen wollen? Sie können doch nicht hinter dem schlafenden Pokémon am Meeresgrund her sein. Selbst wenn ich sie verfolgen würde, ich hätte keine Chance gegen sie. Pech. Interessiert mich doch nicht. Ach, das heißt, ich müsste beim nächsten Mal wieder dabei sein. Ja, oder wir machen das jetzt so, dass ich auf Aufnahmestopp sage und dann sage, hey, der Jay ist beim nächsten Mal dabei. Weil diese beiden Kämpfe, Team Aqua und Team Magma, liegen halt sehr nahe beieinander. Da kann man nichts dagegen machen. Ach ja. Okay.
Okay. Aber bevor ich das tue, möchte ich noch etwas machen, was ich nicht zur Zeit dazu zähle, weil das Jays Fehler war. Und zwar hierhin. Flop. Ich werde das dafür aber vorspulen. Weil sonst dauert das ja zu lange. So, ja. Und rüber. Danke. Lops. Ah, puh. Man glaubt es kaum, aber auf dem Wasser sind die Anzahl der wilden Pokémon gar nicht mal so häufig. Also keine Ahnung, was der Jay dagegen einzuwenden hat. Na, Mimikry-Zirkel, danke. So. Ninjask. Yay. So, weil die hat Jay nicht gemacht, weil... gesagt, ja, wenn er die nicht gemacht hat, Pech, ich mach die nicht. So, ich mach die. Pff. Hallo? Ich muss doch meine Prinzipien wahren. Hier, hat er alles nicht erkundet. Hier ist noch ein Item. Okay. Wallbeat. Einfach Aeroass und wächt sie scheiße. Weil wir sind eh overlevelt. Natürlich, weil die macht man ja eigentlich auch früher. Diese Leute hier. Trainer, nicht Leute. So, Aeroass. Flop. So. Weil ich weiß, mit Sicherheit, es würde der Jay nerven, wenn ich ihn frage, ey, nächste Aufnahme, bin ich wieder dabei. Ne? Wobei, eigentlich warum? Was ist an Adrian so besonders? Der Kampf ist halt episch, aber ansonsten kommt da kein Kyogre vor oder ähnliches. Also, ja, episch wird es Xenorubble. Da will ich auf jeden Fall dabei sein, wenn ich da nicht dran bin, weil das ist einfach nur episch, diese Szene. Okay, Papinella, wir machen das alles mit Funk, weil, naja, Funk ist Silbergott. Ups, der Overlord. So. Flop, 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 flop. Dup. Flop, flop, flop. So. So, noch irgendwo einer. Vielleicht hier ein verstecktes Item oder so. Ich hau mal kurz den Detektor raus. So, flop, flop, flop. Nups. Nichts, keine Anzeige. Nichts, keine Anzeige. Nichts, keine Anzeige. Aha. Ah. Ja, klar. Sonst nichts, keine Anzeige. Yay. Hallo, willst du mal aufhören, von mir wegzulaufen? Hier ist sonst nichts. Auch keine Anzeige und so, bla. Puh. So. Nein, oh mein Gott. So, nichts, keine Anzeige. Nee. Auch nicht. Okay, dann war's das hier, denke ich mal. Hier ist das Haus voller Wingals. Und ansonsten ist ja auch nichts. Okay. Das heißt, ich mache wieder Aufnahme. Also Stoppuhr, Start. Und verschwinde von hier. Sekrasolb. Flop. So. Ja, nichts, keine Anzeige. Nein, was ehrlich. So. Wo kriegen wir nochmal die Superangel? In Moosbach? Fragezeichen? Ich glaube schon. Oder in Flossbronn, aber das wäre ziemlich spät. Flossbronn ist ja sozusagen eine optionale Stadt eigentlich. Auch interessant, ne? Gab's auch in keinem anderen Pokémon-Spiel, glaube ich. Ja, außer natürlich dann zum Beispiel... Ja gut, Hardgold, Soul Silver... oder Gold, Silber allgemein, kann man die ganze Kanto-Region als optional ansehen. Kann, muss nicht. Denn, so, mit dir kämpfe ich noch. Eigentlich könnte ich, aber ja, mein Gott. Der Jay wird das eh alles nicht schaffen, hoffe ich mal. Er wird eh wieder überziehen, da bin ich mir sicher. Okay, eine Herausforderung von Team Aqua Rüpel. Der Background sieht irgendwie episch aus. Mit den Streifen da oben. Okay, hallo Merlin. Setz doch mal Donnerblitz ein. Bitte Daumen. Britzel. Bing, bing. Flop. Und das Pfiffchen ist besiegt. Klar, es ist ja nur ein Pfiffchen. Also. Merlin erhält so und so viele E-Punkte. Und wir haben das Team Aqua-Gruppe besiegt. Na. Nun, das ist, aber ich habe meinen Job gemacht. Ja, genau. Warum hat er das jetzt angesprochen, obwohl ich ihn nicht angesprochen habe? Auch seltsam. Hier unten gibt es keine Items voran. Wozu ist das dann da? Unnötig. So, auf der anderen Seite vielleicht was. Auf der anderen Seite ist auch nichts. So, ich hoffe, ihr versteht, warum ich da vorgespult habe, weil ich wissen will, ob da irgendwas ist und der Screen ist viel zu groß und für... Das ist Schwachsinn, so. War das nicht auch das mit den Teleportern? Ich muss es auch noch herausschreien.
Aber es ist geil. Ich liebe Teleporter. Was ist denn hier drin? Nix. Guck mal, entweder ein normaler Rüpel oder eine Rüpelin oder ein Vorstand. Sieht mir aber mehr nach einer Rüpelin aus. Rüpelin. Ja, gut. Team Aqua Rüpel, Kanivanya. Kanivanya. Egal. Ohne Licht, aber Donnerblitz sollte ausreichen. Komplett. Logisch. Ich meine, was sonst? Rauhaut, macht uns nichts, wenn wir Donnerblitz einsetzen. Bam. Das ist auch so logisch, wenn du mit einem Hyperstrahlen Kanivanya angreifst und es verletzt dich mit Rauhaut. Das ist toll. Ja. Flop, Spieler besiegt. Die haben alle nur ein Pokémon. Das ist toll. Das macht Spaß so. Und ich erinnere mich in Feuerrot, Blattgrün, die Silph-Co, das ist übel, weil es sind 9 Stockwerke und jeder hat, gut, nicht jeder hat jetzt mehr als ein Pokémon, aber es, die meisten haben 2 bis 3 Pokémon, das, oh, es sind so viele einfach, das ist unglaublich. Also wirklich Feuerrot, Blattgrün, Blaurot, Gelb, das sind die Editionen, wo man die meisten Trainer wirklich auslassen kann. Na, wenn man sie alle macht, dann ist man wirklich overlevelt irgendwann, wahrscheinlich. Naja, Konzentrator, ja. Was mache ich? Jetzt Psychokinese gegen Zubat ein und Fang setzt Aeroas gegen das da ein. Das da. Flop. Ja, reicht aus, war mir klar. So, Pfiffchen wurde besiegt, Merlin erhält so und so viel und Fang erhält so und so viel. Und er hat noch ein Pokémon, Zubat. Welche tolle Variation wir hier haben. So, das ist Zubats Geschichte. Tschüss. Ja. Kein Problem. Jetzt setzt du auch noch was ein. Bestimmt ein. Ah, ein Kanivanya. Okay, ist was anderes. Jetzt sag ich wirklich schon Kanivanya. Komisch. So, Donnerblitz. Flop. Und Aeroas. Flop. Sollte genügen. Ja, genügt. Sehr schön. Nein, 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 nein. Melden setzt auch noch Blitz ein. Britzel. So. Das ist sehr effektiv. Nein, was? So. Und das sollte es gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, wo der nächste Teleporter hinführt. Also, ich kann anscheinend nicht gewinnen. Ich habe ganz cool verloren. Was ganz cool verloren. Ja, toll. Das Geheimnis ist unser Verstecken. Und sagen wir mal so, am Ende befindet sich ein U-Boot. Aber im Moment. Hä? Na 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 na. So, was befindet sich hier? Wahrscheinlich ein Teleporter? Mhm, dachte ich mir. Wo kommen wir da? Ach nee, das war diese Scheiße. Darauf habe ich gar keinen Bock, wirklich. Lalalala. Oh, da ist der Ding ins Raum. So, was da führt denn da hin? Ach, zu einem Item, sehr gut. Top Elixier, sehr gut. Gut, wieder zurück. Flop. Da möchte ich mal gucken, wo der Teleporter hinführt. Das ist, ja. Ich möchte es so erkunden. Der Jay darf die ganzen Tränen machen. Ich möchte aber mal erkunden. Dass der Jay nichts übersieht oder so, weil. Ja, ein paar Trainer wird er auslassen, weil es wird ihm scheißegal sein. Der wird jetzt nicht extra zurücklaufen und ihren Teleporter machen. Das Schöne aber an diesem Ding ist, dass keine wilden Pokémon auftauchen. Muss man schon sagen. Ne? Ich habe nur noch 1 Minute. Auf der Stoppuhr jedenfalls. Und deswegen werde ich mich mal beeilen. Psychokinese. Flop, 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 flop. Flaps. That's too bad. It's that is shit. Nicht. Gut. Das war ein Schuss vor dem Bug. Ja, Bug, nicht Bug. Paar Manila war geplant. Ich sollte dich eh nur aufhalten. Warum reden die alle, ohne dass ich sie anspreche? Nochmal ein Doppelkampf, ey, hallo. Ich werde noch verrückt. Okay, dann möchte ich mir noch eines nachgucken, wenigstens. Und zwar, weil hier scheint es ja anscheinend wirklich lang zu gehen. Hier ist ein Teleporter. Fuck, der hat mich gesehen. Okay, ich mache den kurz im Speed. Tut mir leid. Ich möchte nämlich was Wichtiges nachgucken. Ja, Dubs, die Dubs. Also, what the fuck ist jetzt los? Hört ihr das? Hört ihr den Sound? Boss, reicht das aus? Was ist mit dem Sound los? Ich mache hier ein Safe State und schau mal kurz nach. Bis gleich. Kann das auch sein, dass das normal ist? Vielleicht soll das ja nur. Ja, das U-Boot. Ich dachte schon, was ist los? Aber Moment, das hat auch mitten im Kampf gestartet, oder? Ha.
Nicht, dass wir diesen Sound jetzt für den Rest des Spiels haben, nur weil ich hier abgefuckt habe. Irgendwas mit dem Sound. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier wollte ich nämlich mal kurz was nachgucken. Und zwar mache ich mal kurz ein Safe State. Ah. Ja. Ja. Ah, nee. Ach, puh. Ja. Genau, das führt uns nämlich hier hin. Das wollte ich nochmal schnell. Ein Elektroball, ja. Puh, dich, Elektroball. Mach hier einfach Dings. Funkensprung, das da war noch für. Ja, gut, Elektroball und Voltoball haben eine ziemlich hohe Initiative. Danke, Nugget und der Meisterball, genau. Das wollte ich nämlich finden. So, was ich jetzt nochmal ganz kurz tun werde, ist hier ein Safe State. Dann werde ich hier kurz sichern und, das da machen. Plups. Ja, weiter. Aha, und der Bug ist weg. Das war ein Bug, anscheinend wirklich. Gut. Das heißt, das war's mit Let's Play Together. Pokémon Smaragd für dieses Mal auf meinem Kanal für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich führe den Jay nur kurz in die richtige Route, dass er weiß, wo er lang zu gehen hat und so weiter. Den haben wir ja schon gemacht. Hier war nichts Besonderes, glaube ich. Oder ging es hier noch besonders? Nee, hier war nur das Item. Gut. Damit wir halt das Ganze hier möglichst vollständig haben, weil das möchte ich halt. Okay, den haben wir auch gemacht. Dann kann er hier weiter und hier den Doppelkampf machen. Mit Merlin, weil Merlin hier wirklich gut ist. Und Bursi, so. Gut, das war's mit Let's Play Together Pokémon Smaragd. Bis zum nächsten Mal. Euer Tostitcher. Ich werde wahrscheinlich nicht dabei sein beim nächsten Mal. Ja, euer Tostitcher.